Varion an der Stelle, dem guten Ehrenbruder, der hier auf ein ganz wichtiges Thema aufmerksam macht, und zwar die oder das Nutella. Und ich weiß nicht, ganz kurz, vielleicht kurze Trivia aus meiner Jugend, als würde es irgendwen interessieren. Früher schon in der Jugend immer sehr lange mit Leuten diskutiert, ob es die oder das Nutella ist, und irgendwann habe ich einfach gesagt, der Nutella. Einfach nur, um Leute zu triggern, und das hat sich irgendwie bis heute bei mir durchgesetzt. Ich weiß, dass der Nutella grammatikalisch vollkommen falsch ist. Es ist, glaube ich, die Nutella tatsächlich. Dessen bin ich mir auch momentan bewusst, aber ich weiß, dass das früher eine riesige und abgefuckte Diskussion immer war, wie das Ding jetzt heißt. Und ich hoffe, Varion kann das Ganze jetzt hier, Varion, nicht Varion, Hupsi, kann das Ding jetzt hier heute an der Stelle einmal aufklären. Let's go. Was essen wir? Ich habe hier gerade neue Nutella geholt. Was ist das denn für ein Fass? Das war im Angebot. Das Ding sieht so schwer aus, das wiegt doch locker eine Tonne, oder was? Das ist gut möglich, ja. Da ich jetzt schon ein bisschen Bock drauf. Ja, wie gesagt, kannst du aufreißen, wenn du willst. Du kannst mir mal ein Messer geben, oder? Ja, hier. Film mal denkt, du kannst mir jetzt noch einmal das Nutella geben, oder? Was? Und genau da geht's schon los, meine Freunde. Ich bin ja der Meinung, wie gesagt, dass es der Nutella ist, ganz klar. Da gibt's für mich keinerlei Diskussion. Ich nehme mal an, dass der Großteil des Chats das auch so sieht. Das ist der Nutella, meine Freunde. An der Stelle würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr einfach mal in die Kommentare schreibt, bei ihm der Nutella. Da sind wir uns doch sicherlich alle einig. Es ist der Nutella, ganz klar. Nutella, bitte. Was für ein Artikel hast du vor Nutella verwendet? Das Nutella. Kannst du dich mal bitte vernünftig ausdrücken? Was ist schon wieder? Gib mir jetzt das Nutella her, Junge. Erst wenn du es richtig sagst. Wüsste. Es heißt die Nutella, nicht das Nutella. Es heißt der Nutella, ganz einfach. Sag mal bei das Nutella. Wo bist du denn zur Schule gegangen, sag mal? Beziehungsweise bist du überhaupt zur Schule gegangen, oder was? Was soll das denn heißen? Ja, dass du scheinbar nichts gelernt hast in der Schule. Ja, weil in der Schule auch gesagt wird, Kinder, heute lernen wir, welchen Artikel ihr für Nutella verwendet, oder was? Was ist das für ein Blödsinn? Also Sehnichts wäre es tatsächlich gewesen. Ich erinnere mich sogar tatsächlich von zwei Leuten, die sich wirklich, das ist kein Scheiß, bei mir, ich muss mal ganz was essen, Alter, so fett wie ich bin, Junge, bei mir in der Klasse fast deshalb geboxt haben, weil sie den Artikel von Nutella nicht bestimmen konnten. Alter Schwede, Junge, was ist das denn hier? Absolut geil ist das, ganz einfach. Mir war das so. Ich hab mega den Knast. Sieh zu, dass du mir das Nutella jetzt rüberpfefferst. Wenn du korrektes Deutsch anwendest, dann werde ich drüber nachdenken, dir die Nutella auch zu geben. Jetzt heißt du aber das Nutella, Gast. Was ist das denn für eine Logik? Das ist absolut richtig. Demnach wäre er auch richtig. Aber es ist auch die Nuss-Nougat-Creme. Das ist halt der Brainfuck. Wisst ihr, was ich meine, meine Freunde? Das ist das Problem. Das ist das große Problem, was wir in Deutschland haben, Alter. Fick den Klimawandel. Fick eventuell den Rechtsdruck. Fick Flüchtlingspolitik. Leute, wir haben ein großes Problem in Deutschland. Es ist der Artikel von Nutella. Welcher ist es an der Stelle? Wir wissen es auch immer nicht. Der Nutella Aufstrich. Ja, richtig. Das ist doch völliger Bullshit. Dabei bezieht sich der Artikel doch auf Aufstrich. Wenn du mir jetzt wirklich schwarz auf weiß beweisen kannst, dass es nicht das, sondern die Nutella heißt, ja, dann gebe ich dir auch recht. Ja, es gibt da keine eindeutige Studie für. Ja, und was wisst du jetzt? Ich kann halt nicht glauben, dass wir 15 Jahre befreundet sind und mir ist das nie aufgefallen. Ja, du, das kann aber nicht so schlimm sein, oder? Das verletzt mich. Ich bin mir halt unsicher, ob mir unsere Freundschaft so viel wert ist, dass ich darüber hinweggucken kann. Kann ich aber nachvollziehen, Alter. Bei irgendwelchen Dingen hört es auch auf. Wisst ihr, meine Freunde, also man kann über viele Sachen hinwegsehen. Wenn der Dude deine Mutter fickt, wenn er mit deiner Freundin geschlafen hat, die er über 20.000 Euro schuldet. Aber sobald es um Artikelwahl im Deutschen geht und dein Kollege keinen Migrationshintergrund hat und er gerade Nutella mit einem falschen Artikel versieht, scheiße. Ich wäre genauso raus. Dann hört's auf. Muss man ganz ehrlich sagen, Leute. Das sind keine Allmann-Probleme. Da kann ich an der Stelle einfach nur sagen, danke Merkel. Danke Merkel für nichts, wirklich. Noch nicht dein Ernst sein. Du musst mir jetzt eine Frage beantworten, die ist sehr wichtig. Okay. Bitte enttäusch mich nicht. Ja, ich versuche. Wenn du dich entscheiden müsstest, Pfirsich-Eistee oder Zitronen-Eistee? Ja, natürlich Zitrone. Das ist doch ein Witz, wie kann man so falsch durchs Leben gehen? Auch wichtig, Alter, an der Stelle auch. Ich hab Phasen, Digga. Da war Pfirsich-Eistee mein Leben. Mittlerweile bin ich Team Zitrone. Ich weiß auch nicht warum, Alter. Ich weiß nicht warum. Aber eigentlich bin ich natürlich Team Wasser, meine Freunde. Ihr kennt den Scheiß. Zitrone ist so eindeutig besser. Zitrone ist besser? Ja, natürlich. Hier brennt gleich die Luft, wenn das so weitergeht. Du, ich glaube, ich gehe jetzt. Du gehst hier nicht, bevor wir die Sache geklärt haben. Du hast doch nicht mal alle Latten am Zaun. Ich will wissen, was noch so in deinem Krankenhirn vor sich geht. Kann ich mir jetzt nicht einmal eine Stulle mit Nutella machen, oder? Ich hab noch eine Frage an dich. Okay. Was kann ich machen, damit du die Nutella sagst? Ja, okay, dann gib mir bitte die. Oh Leute, ich komme gerade vom Training, ich habe mega den Hunger, ey. Er kommt mit der Nutella, Alter, und dann ist es der größte Ehrenmann. Was mich interessieren würde bei diesem ganzen Video, wer ist Varion wirklich? Also trinkt Varion am liebsten Zitroneneistee oder Pfirsich und sagt er der oder das Nutella? Oder vielleicht die, wahrscheinlich das. Ah, nice, kann man eine Stulle und der Nutella geben? Und genau so läuft's, Alter, es ist der Nutella, ganz einfach. Diese Gesichter, Alter, beschreiben meinen kompletten Zustand in der Schule früher. Genauso habe ich immer ausgeschaut. Leicht den Mund offen lassen, durch den Mund ein- und ausatmen. Perfekt.
Ich hab mega den Knast. Du sieh zu, dass du mir das Nutella jetzt rüberpfefferst. Perfektes Video auf jeden Fall, Alter. Perfektes Video, denke ich. Ich würde sagen, wir ziehen es noch ein weiteres rein, meine Freunde. Dann machen wir direkt weiter. War immer ein wirklicher Kanal. Den habe ich natürlich schon längst abonniert. Ich bin gerade nur nicht eingeloggt mit dem richtigen Digga. Bei ihm boomt es auch gerade komplett, Alter. Und er hat es auch wirklich, wirklich verdient, Mann. Bester Dude. Komplett funny. Komplett geil, wirklich. Hier, Join, meine Freunde. Leider natürlich keine Werbung für meine Serie. The Entertainers, jetzt auf Join. Reingucken, dankeschön. Dankeschön, Join, dass ihr kein Werbebudget hattet, um meine Serie mit einem YouTube-Werbespot zu bewerben, sondern du dies von Slavik, aber... Wer weiß, vielleicht kommt das ja noch, ne? Wer weiß, vielleicht kommt da noch was. Dieses Video enthält Spoiler von Joker und der Pate. Ey, ich bin so froh, dass Joker endlich auf Blu-ray raus ist, Mann. Wie gesagt, Mann, der ist richtig, richtig gut. Ja, abwarten. Du weißt, ich bin echt nicht zu leicht zu beeindrucken und bin echt skeptisch bei... Was ist diese übergroße Pokémon-Mütze, Alter? Ja, das weiß ich, nachdem wir beide der Pate geguckt haben und du ihn nur einigermaßen gut fandest. Ich meine, wir reden von der... Wie viele Abos hat er mittlerweile? Hat er es öffentlich? Nee, hat er noch nicht. Ah, doch, 400.000, Alter. Verdient auf jeden Fall deutlich mehr. Wie gesagt, geiler Content. Kann man nicht anders sagen. Eine Szene lag ein abgeschnittener Pferdekopf im Bett. Ach, komm schon, als wenn das jetzt so schlimm ist. Das hatte ich auch schon oft. Lass uns mit dem Film. Wo hatte man denn abgeschnittenen Pferdekopf irgendwann in seinem Leben, Alter? Ja, schmeiß an die Orgel. 2 Stunden und 2 Minuten später. Ohne Scheiß, es ist jetzt das dritte Mal, dass ich den gucke, ne? Und ich finde den immer noch so krass. Hm. Und wie fandest? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich den Film am Anfang ganz schön langweilig fand. Hätte zu Beginn ruhig ein bisschen kürzer sein können. Ja, aber was genau willst du denn da weglassen? Keine Ahnung, aber ein bisschen mehr Action am Anfang wäre auch geil gewesen. Das sind so Freunde, die man dann zu Hause sitzen hat, Alter, und dann guckt man mit denen irgendwas, so einen Film oder eine Serie, oder man zeigt denen Musik, noch schlimmer, Alter, man sagt, ey Leute, das ist wirklich, das geht mir richtig nah, Alter, das ist ein richtig emotionales Piece, das finde ich richtig geil, und dann hören die sich das an und sagen, ja, du, ganz ehrlich, ich finde es jetzt nicht so gut, da hätte man am Anfang das und das anders machen können, aber sie benennen halt nicht genau, was sie stört, wisst ihr, was ich meine? Da könnten auch ein bisschen mehr Action rein, genau diese scheiß pauschalen Aussagen kotzen mich unglaublich an und machen mich richtig sauer. Die ersten Szenen war doch, dass er von mehreren Jugendlichen zusammengedroschen wurde. Ja, trotzdem. Wie fandest du ihn denn? Ja, ganz gut. Ganz gut. Ja. Aquaman ist ganz gut. Stromberg der Film ist ganz gut. Varions Videos sind ganz gut. Ich finde die schon extrem beschissen. Okay, die sind ziemlich beschissen. Ja, ich wollte es nicht sagen. Perfekt. Aber du kannst doch Joker nicht als ganz gut bezeichnen. Jedes Mal, wenn wir einen Film gucken, kriegst du einen Anfall. Ja, weil ich mich freue, dir einen geilen Film zu zeigen und mir einfach mal wünschen würde, dass du ihn auch richtig krass findest, statt einfach nur ganz gut. Ja, soll ich dich anlügen und so tun, als wenn ich den krass fand, oder ja, was? Dafür ist es jetzt ein bisschen zu spät. Ja. Vielleicht solltest du mich von vornherein einfach nicht so hypen. Ach, jetzt ist das meine Schuld, oder was? Eventuell schon. Du hast wohl einen Kofferraum auf... Ist auch wieder schwierig, Alter, wenn man so von so einem Kollegen gehypt wird und sagt, Bruder, anders heftig, dann sieht man das so oder hört das und denkt sich so... Ja, geht, ne? Sag mal, gib mir doch nicht die Schuld dafür, dass du keine Ahnung von guten Filmen hast. Ich bin einfach ein bisschen kritischer. Ja, du bist der Filmexperte Number One, habe ich total vergessen. Wie war nochmal deine Kritik zu Avengers Endgame? Es ist dir zu unrealistisch? Fühle ich aber. Avengers Endgame war wirklich todesunrealistisch. What the fuck, Alter? Also ganz ehrlich, als ob Thanos so einfach zu besiegen wäre. Es ist schon bewusst, dass es in dem Film um Superhelden ging, oder? Ja, und? Ich habe einfach keinen Bock mehr, mit dir Filme zu gucken, ganz ehrlich. In Hooligans hast du in Elijah Wood immer noch Frodo gesehen. Bei Star Wars fandest du es unlogisch, dass die Lichtschwerter nicht durcheinander durchgehen, wie es beim Laser eigentlich üblich wäre. Okay. Ja. Bei Harry Potter fandest du, dass Voldemort aussieht wie Hitler, wenn er Haarausfall hätte. Was für Filme würdest du denn als gut bezeichnen? Keine Ahnung, sowas wie Fast and Furious. Okay, das sind... Alter, Digga, das ist wirklich Trash, Leute. Die solche Filme nur gucken, die sagen, ich gucke mir gerne Transporter und Fast and Furious an und sagen, ich bin Filmexperte. Da ist die Tür. Ab dafür. Echt solide Filme, aber das kannst du doch nicht mit einem richtig starken Film wie Joker vergleichen. Ja, das gefällt mir trotzdem. Was noch? Familie Ritter? Was? Okay, da muss ich immer recht geben. Finde ich selber persönlich sehr stark. Familie Ritter. Sowas finde ich gut. Das ist doch kein Film. Ich finde es trotzdem lustig. Alter, Familie Ritter, der Film, Junge. Das wäre so stark, wenn es ein Familie Ritter-Film wäre, wenn Christopher Ritter mit seinen Brüdern loszieht, Alter, um irgendeine Scheiße zu machen. So richtig Herr der Ringe-mäßig. Digga, ich sehe so einen ganzen Film direkt vor mir. Junge. Und Endgegner ist einfach das Sozialamt in Köthen. Geile Scheiße, Mann. Ich find's eher traurig. So wie die Videos von Varian, oder? Nee, die sind, wie gesagt, einfach nur beschiss. Das haben wir vorhin schon geklärt. Zählt Dschungelcamp als Film? Nein. Und was ist mit Schwiegertochter gesucht, ist auch kein Film. Ja gut, damit nimmst du mir echt den Wind aus den Ohren. Das war heute auf jeden Fall das letzte Mal, dass ich mit dir einen Film gucke. Ist mir auch egal. Ich zieh mir jetzt auf jeden Fall noch alleine einen Film und rein. Und was willst du jetzt reinziehen? Ich denk mal Herr der Ringe. Ich weiß nicht, nachdem ich Hooligans geguckt habe, sehe ich in Elijah Wood in Herr der Ringe immer noch den Hooligan statt Frodo. Ach, Mann, Alter. Junge. Ja, dafür ist es jetzt ein bisschen zu spät.
Stark, einfach nur starke, starke Videos, Digga. Varion. Kritik an der Stelle von mir an deinem Kanal. Ausgeblendet. Definitiv, definitiv reinziehen, Alter. Extrem, extrem stark. Weitermachen. Guter Content. Nächstes Video. Let's go.